Hey, hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mini Ninjas. Im letzten Part haben wir den Wasserboss besiegt. Mehr recht als schlecht. Beziehungsweise mehr schlecht als recht. Aber wir haben ihn besiegt. War nicht die Glanzleistung von einem Ninja. Aber wir haben ihn besiegt. Das ist ja doch das Wichtigste. Oh, Speerkämpfer. So. Auf den müssen wir uns auch fokussieren und... Ah, der ist noch ein Schwertkämpfer, beziehungsweise war wahrscheinlich Bogenschütze. Aber dann hat er zum Schwert gegriffen. War es das? Versteckt hier sich auch keiner mehr? Gut. Also ja, wie schon gesagt, in der letzten Folge haben wir den Wasserboss besiegt. War nicht der beste Kampf von den Bossen her, aber solange er tot ist, reicht das ja vollkommen. Für mich. Ich würde gerne die Notiz lesen, danke. Sie schlagen ihr Lager auf. Man kann diese Dummköpfe im ganzen Wald hören. Kunoichi. Okay. Vielleicht hat sie versucht, sie im Lager zu überfallen. Dann werden wir auch dorthin gehen, wo sie ihr Lager aufgeschlagen haben. Oh, hier scheint es zu sein. Ah ja, da ist auch Kunoichi. Gut, dann gehen wir mal auf Angriff. Stirb doch, danke. Er hat Raketen. Lol, haben wir gerade die Rakete weggefetzt? Nice. Ah, scheiße, jetzt habe ich nicht gelesen, was wir aufgelevelt haben, aber egal. Speerkämpfer. Muss kurz wechseln. Au. Okay, 4 Speerkämpfer. Die könnten wir theoretisch, falscher Knopf, so besiegen. Haben wir uns gerade selbst erwischt? Ich hoffe mal nicht. Bleib stehen. Oh. Ike. Bleib stehen mit deinem Ike. Ah, verdammt. Der will nicht stehen bleiben. Endlich. So. Oh. Wir werden ja gerade ein bisschen in den Mangel genommen. Du kannst laufen, aber nicht entkommen. Oh, das war Kunoichi. Haben wir gerade sie getreten? Ich hoffe nicht. Kurz gedacht, das wäre dieser Pfeilturm gewesen, den wir da umgekickt haben. Aber es war Kunoichi, ihr Turm. Den würde ich gerne noch besiegen. Dankeschön. Und hier, das sammeln wir uns kurz ein. So, aber ich möchte kurz Kunoichi spielen. Endlich auch mal ein Speer, um die Gegner zu nerven. Easy. Haha. Gut, hier liegen noch ein paar Kugeln, die können wir aufsammeln. Ah, ich glaube, wir haben ein extra Herz gekriegt. Sieht ziemlich danach aus mit unserem Level Up. Okay. Okay, beide erledigt. Hier ist noch eine Tigerlilie. Sammeln wir auch auf. Und wir zerstören mal das ganze Lager hier. Ein Trank? Samurai-Heiltrank sogar. Ui.
Das können wir nicht zerstören, okay. So. Da ist noch was. Auch ein Trank? Ja. Ginsendrank. Da haben wir noch eine Münze übersehen. Die holen wir uns gleich noch. So. Und die auch befreit. Oh, keine Punkte gekriegt. Schade. Ist hier sonst noch was? Hier liegen noch ein paar Münzen. Hier sind auch ein paar Tiere in ihrem Käfig. Ah, okay. Die zwei haben uns Münzen Punkte gegeben. So, da sammeln wir alles auf. Ich frage mich, was ihre Special-Fähigkeit eigentlich ist. Die müssen wir dann einsetzen mal zum Test. Also ich dachte, da wäre eine Statue im hohen Gras, aber dabei war das nur ein Tier, was sich da oben hingeflüchtet hat. Okay. Das war alles anscheinend. Und hier? Oh. Können wir uns hier irgendwo heilen? Ich sehe, hier ist auf jeden Fall ein Tor. Können wir mal weiter. Kommen wir wahrscheinlich zum Tengo Großmeister. Vielleicht hat er auch noch ein bisschen Früchte für uns zum Heilen. Hallo, Sensei. Ah, da bist du ja endlich. Schnell, bevor uns jemand bemerkt. Keine Sorge, mir ist niemand gefolgt. Flammenöltrank können wir uns kaufen. Okay, mehr nicht. Es kommt zwar noch eines, was wir kaufen können, aber das... wird, glaube ich, nicht so viel kosten. Wir haben genug Pflanzen. Pflanzen sei schon. Münzen aufgesammelt. Dass wir alles easy kaufen können, ohne Probleme. Ich wollte eigentlich über dich springen. Danke. Das Schicksal des Landes liegt in euren Händen. Schade, hier ist nichts. Ah, da ist ein Baum. Das Problem ist, da sind auch Bienen. Wenn wir dran rütteln, werden sicher... Genau, die Bienen auch runterfliegen. Au, au, au. Bienen mögen kein Wasser. Hui. Ich kann ja voll schnell schwimmen. Oh. Ich sehe nichts. Die Kamera. Ah, die gehen immer wieder zurück zum Baum. Das ist kacke. Wir müssen die besiegen. Ich weiß nicht, ob es reicht, wenn wir sie schlagen. Aber ich versuch's. Nee, irgendwie hilft das nicht. Wir können uns so ein bisschen herum. Aber wir haben recht viel. Ich will die ganze Zeit den Honig auch einsammeln. Okay. Damit kann ich leben. Wir sind voll geheilt. Danke, Bienen. Tschüssi. Oh, oh. Okay, die folgen uns nicht mehr. Easy. Wir haben die Bienen ausgetrickst. Gut. Jetzt können wir weiter über die große Brücke, die wir gesehen haben. Und ich würde gerne... Nein. Nehmen wir den Eissturm mal. Falls wir den irgendwann mal einsetzen. Ich glaube, auf F war das. Hier sind viele Gegner. Okay. Au. Da haben uns die Bogenschützen erwischt. Den haben wir erwischt. Sind alle tot, bis auf deine hier, da hinten. Den haben wir auch. Nice.
fällt hier der Große und dahinter sind da auch wieder Leute. Meine Güte, haben die da viele auf der Brücke. Dafür brauchen wir Futo. Eins. Zwei. Drei. Nehmen wir mal ihn. Au, au, das ist eine Scheiße. Verdammt. Ich habe nicht gesehen, dass da Sperrkämpfer sind. Schon umdrehen. Hier, genau. So, Tora. Let's go. Vernichtet die Bogenschützen. Naja, war schon. Au. Ah, verdammt. Okay, erledigt. Ha. Und weiter ins nächste Gebiet. Nee. Aber, oh. Hab gar nicht gesehen, dass man die zerstören kann. Ich habe einfach nur so draufgeschlagen. Okay. Sind wir im Schneegebiet. Holt euer Wintermantel und Pelzhaum. Hoi, hoi. Wird mir ja schon ganz kalt, wenn ich nur den Schnee allein sehe. Oh, oh, Affen. In der heißen Quelle. Ha, schön warm hier. Ginsenwurzel. Die wachsen sogar im hohen Winter. Cool. Oh, oh. Ich komme hier nicht hoch, verdammt. Das Problem ist, es hilft uns nichts, weil ich nicht weiß, wie ich zu dem hochkomme. Oder bin ich einfach nur dumm gewesen, um da hochzukommen? Aber war da nicht noch ein anderer Weg? Hier, irgendwo. Genau. Weil hier geht es ja nicht weiter. Hier können wir nur die Tiere noch befreien. Oh, hallo. Oh, drei Stück. Oh. Verdammt. Oh. Ah, verdammt. Wenn die in der Luft sind, können wir die nicht mehr hitten. Wo sind die? Da ist einer. Oh, daneben. Ich dachte, wir hätten schon einen besiegt, oder hat er den wieder zu Lehm erweckt? Okay, den haben wir auch. Bleibst du mal stehen? Oh. 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 Ah, gut, geschafft. Puh. Mann, ich verdrück mich immer. Jetzt habe ich irgendeinen anderen Trank noch genommen. Ah, Schutzschildtrank. Ah, wie kommen wir hoch zu dem Typen? Bin ich einfach nur zu... Oh, das verfolgt uns. Ach cool, der Trank reflektiert. Er kommt einfach nicht hoch. Warte, ich nehme mal kurz Hero. Also mit Hero komme ich hoch, keine Ahnung. Okay, gehen wir einfach mit Hero weiter.
Ah, bitte geht da hoch. Danke. Ah, jetzt kommen wir hoch. Okay. Na komm. Wirf dein Dings. Als ich sagte, wirf dein Dings, meinte ich schon, dass wir auch reflektieren können. Die Kamera spielt nur nicht gerade mit uns. Ey, das ist unfair. Das ist eine blöde Kamera. Ey, der hat direkt... Ja, komm. Voll unfair. Der hat direkt angegriffen, als wir aufgehört haben, als wir angegriffen haben. Jetzt muss ich die kurz wieder retten. Ich verstehe nicht, warum warum ich nicht mit Tora da hochkomme. Springt der nicht so hoch wie schon? Hiro? Mann, die ganzen Namen. Komme ich komplett durcheinander. So. Nicht warten, bevor alle umwandelt. Hör auf so schnell zu pfeifen mit deiner Dings. Komm nicht so schnell hinterher. Ah, ich hasse auch das. Ah, jetzt hat uns erwischt. Na super. Komm, jetzt pfeif. Ah, jetzt so schnell kann ich ja gar nicht reagieren. Kamera, bitte. Ey. Ah, diese blöde Kamera. Kann die nicht einfach an einem Fleck sein, damit ich... Die Kamera bewegt sich schneller als der Rest. Warte. Ich brauch das so. So. Diese Kamera ist mehr ein Nachteil als Vorteil. Deswegen brauche ich diesen Schutzschild dran. Hat sich der verpisst? Ja, genau, jetzt geht das Schild weg. Boah, wir haben das überlebt. Fragt nicht wie, wir haben es überlebt. Mir reicht das. Das sind auch manchmal so unfair. Ist dann denn und trotzdem kann der angreifen. Ey, ich hab den erwischt gehabt, bevor er seine Attacke angesetzt hat. Unfair. Dass die immer angreifen können, kurz bevor ich das gestunt habe. Nachdem ich sie gestunt habe. Ey, schon wieder. Gibt's doch nicht. Okay, der ist tot. Au. Boah. Du tötest mich nicht nochmal. Wir haben gerade den besiegt, den Typen da. Anstrengend. Vor allem, weil die so unfair sind, diese Samurai. Ist dann die ganze Zeit und kurz bevor ich sie erwischt habe, können sie noch angreifen. Nachdem ich sie erwischt habe, meine Güte. Okay, da ist wieder ein Vetter, dafür brauchen wir Futo. Aber vorher brauchen wir hier diese ganzen fruchtigen Beeren. Mmh, lecker, fruchtig. Was steht hier? Nebelbergpass. Nice. Oh, das sind sogar zwei dicke. Okay, gut. Wollte schon sagen. Sind die rot? Ich glaube, ja. Ich glaube, die halten mehr Schläge aus. Ja. Oh. Fünf halten die sogar aus. Eins. Zwei. Au. Das ist unfair. Ah, wir können gleich Leertaste drücken. Gut, dann ist es doch nicht unfair. Hörst du, warum greift er so schnell an? Und einmal noch. Danke. Der andere hat sich viel besser kombinieren lassen.
Oder viel einfacher. So. Sind das Bärenbüsche? Nee. So, zerstört. Die haben Speere, das sehe ich. Ey, wir können durch den Schnee nicht durchschießen. Scheiße. Was ist weiter vor? Okay. Ist das das Ende? Nein, es sieht nicht danach aus. Okay, gut, dann heilen wir uns kurz. Schaue ich mich kurz um, ob wir eh nichts übersehen haben. Reicht das? Hoffentlich. Na, fast. Und da ich denke, wir haben alles. Und da ist noch was. Mache ich hier kurz einen Cut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Mini Ninjas. Wenn wir weiter hier uns durchs Schneegebiet kämpfen. Wir haben jetzt mittlerweile alle Ninjas freigeschalten. Und ja, jetzt fehlt nur noch der Eisboss, glaube ich. Und dann halt der Endboss. Oder es kommt noch ein Feuerboss dazwischen. Aber das bezweifle ich. Daher verabschiede ich mich hiermit. Bis zur nächsten Folge. Ciao.